Moin ihr Sizzler, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute machen wir ein richtig leckeres Sandwich und zwar ein Cuscino-Sandwich von unserem Kontaktgrill. So sieht's aus. So looked it out. Cuscino-Sandwich hört sich übrigens auch so abgespaced an. Hört sich abgespaced an. Vielleicht muss ich einmal aufklären, das Cuscino ist dieses Stück Fleisch hier. Das heißt, es wird auch Fleisch geben. Das ist vom Schwein und das Ganze sitzt anatomisch betrachtet irgendwo hier oben. Auf der Schulter? Das ich habe vorher gedacht hier, aber ist ja nicht so. Ja, das ist Becken, ne? Das Schulter. Also es ist die Abdeckung vom Schulterblattknochen. Deswegen sind das immer nur so kleine Dinger. Und man kann sich jetzt ausrechnen, von wie viel Schweinen diese vier Stücken stammen. Ja, eins. Falsch, es sind zwei. Pro Schwein haben wir natürlich zwei so Stücken Fleisch. Aber das muss man tatsächlich sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn man immer über Fleisch spricht und wenn man so etwas bestellt. Muss man einfach mal wissen, dafür ist quasi ein Schwein gestorben, logischerweise, aber es ist eben auch nicht viel davon da. Also wenn man jetzt sagt, ich brauche davon 500, dann kann es schon mal passieren, dass der Metzger sagt, ja, warte ein bisschen. Ist also ein Stück Fleisch, was nicht immer und in Massen verfügbar sein wird. Ne? Ja. Ja. Das gleiche gilt auch für andere so spezielle Stücke. Ein Filet, es gibt auch immer nicht so viel Filet an so einem Tier. Ne? Also es gibt nicht nur Filet. Macht man sich oftmals nicht so die Gedanken zu. Ja, du bist heute Dr. Sandwich, Julian. Genau. Und Dr. Sandwich wird in OP gerufen und darfst bitte einmal noch Silberhaut runterziehen. Genau, sieht man vielleicht hier so ganz gut drauf. Ne? Also hier ist ein Häutchen oben drauf. Und gerade dieser Teil hier, der wird relativ zäh. Man könnte das theoretisch auch leicht einschneiden, weil das Stück Fleisch sehr dünn ist. Ich probiere es jetzt runterzumachen, weil ich finde immer, wenn du das Fleisch nicht pariert hast vorweg, dann wirst du es später bereuen. Also machen wir es lieber jetzt ordentlich. Lieber vorher 5 Minuten investieren, als hinterher zu heulen. Genau, und ganz so. Oder? Ganz vorsichtig und auch möglichst probieren, nicht so viel Fleisch wegzuschneiden. Eigentlich immer vom Körper weg. Mit einem schönen scharfen Messer geht das eigentlich recht gut. So gefällt mir das schon soweit. Sieht super aus. Sehr gut. Ja. Ihr seht, das geht bei dem einen Stück ein bisschen besser, beim anderen ein bisschen schlechter. Aber so bin ich damit perfekt, ganz zufrieden. Ja. Wir wollen ja auch nicht wirklich Fleisch wegschneiden. Wenn ihr wissen wollt, wo es so etwas gibt, guckt mal in die Infobox. Das ist jetzt in dem Fall von der Schwarzwälder. Die machen das nämlich auch ganz fein und haben euch unten verlinkt. Könnt ihr euch angucken. Und wie gesagt, erwartet keine Massen davon, sondern guckt immer mal nach. Die sind halt nicht massenhaft auf Lager, weil entsprechend das nur zweimal an einem Schwein vorhanden ist. So ist es. Ich würde es mal kurz salzen. Genau, wichtig. Also in dem Fall können wir das gut machen, vorweg salzen. Das ist auch ein dünnes Stück Fleisch. Wenn ich das aufschneide, brauche ich hinterher nicht nochmal Salz. Und da wir es auf dem Kontaktgrill machen, wird auch mein Salz nicht irgendwo durch den Rost fallen, sondern definitiv am Fleisch bleiben. Ich wollte gerade schon nörgeln. Wieso? Aber da ich das, dich hast du nochmal gerettet, weil du gesagt hast, es kommt auf den Grill an. Also wenn das jetzt durch den Rost fallen würde, würden wir es nicht so machen. Nee, wenn wir es durch, ich wollte gerade sagen, kannst du nochmal was? Ich habe jetzt beide Hände blöderweise und ich will hier nicht alles vollschmieren. Super. So, nächster Schritt ist ein ganz einfacher in dem Fall. Dieser Kontaktgrill, den wir hier nutzen, hat eine Funktion, der erkennt die Fleischdicke und hat dann hier so eine Garanzeige. Das heißt, wir sind jetzt fertig aufgeheizt, dann startet er mit dem Cooking, mit dem Grillen. Und wenn der irgendwo bei Rare bis Medium ist, werden wir das Fleisch schon runternehmen, weil wir machen es ja noch in ein Sandwich. Und da gart es natürlich weiter. Das heißt, wenn ich es jetzt zu weit gare, habe ich nachher im Sandwich ein trockenes Stück Fleisch. Das will ich nicht. Genau. Also legen wir die jetzt erstmal rein. Genau. Knuspern die ein bisschen an, damit die schon mal so ein bisschen Grundtemperatur haben. Ja, ich hoffe, die und passen dann geht's auch alle Sandwich, vier. Ne? Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal. Easy, ne? Easy. Guck mal. Platz bis zum Abwinken. Ja, jetzt können wir abwarten, bis er uns sagt, ist fertig. Perfekt. Unser Grill zeigt jetzt hier mit der orangenen Farbe an, dass wir Medium sind. Und ich guck mal rein. Ja, wir haben ein paar Röststreifen. Das sieht gut aus. Haben wir eine Zange, Julian? Eine Grillzange? Oh, wir hatten sowas mal. Als wir noch gut ausgerüstet waren. Super, damals, als wir noch sowas hatten. Das war schön. So, Nummer 1. Das hier hängt ein bisschen weiter vorne, das ist auf jeden Fall nicht Medium. Nee, das ist hier auf jeden Fall nicht Medium. Aber ja, ich bin gespannt, ob das so geklappt hat. Aber der Geruch, der hier hochkommt, ist so genial. Wie gesagt, wir grillen es ja gleich noch weiter im Sandwich. Ich stelle den jetzt auch schon mal auf Sandwich um, damit er dann entsprechend runterkühlen kann. Das ist so ein Rezept, beziehungsweise auch so ein Gerät, wenn du sagst, willst einfach nichts zu tun haben. Ne? Genau, ja, das ist easy. Ich lasse den jetzt auch auf, dann kühlt er schneller ab. Wie möchtest du den jetzt belegt haben? Du bist ja hier der Sandwich-Vorher-Profi. Er hat sich's ausgedacht. Also, Sandwich-technisch. Ich habe hier einmal eine Red Onion-Marmelade. Das heißt, eine rote Zwiebelmarmelade, so eine süßliche Zwiebelmarmelade, ja. Und dann habe ich eine Dolly-Soße. Die würde ich auch mit drauf machen. Die beiden Sachen gibt es übrigens bei uns im Shop. Nur, dass es mal erwähnt wurde.
Ist wichtig. Nur falls er fragt, wo wir es her haben. Die haben wir auch gar nicht so lange schon, ne? Also die Red Onion Marmelade ist jetzt schon ein bisschen länger dabei, ja, aber noch nie so richtig gezeigt eigentlich. Nee, guck mal, wie geil die aussieht. Genau, die kann unten rauf. Super. Das ist übrigens auch ein Game Changer bei Burgern, ne? Also es gibt ja so Bacon Marmelade und Red Onion Marmelade. Ihr seht, ich kann es auch super aussprechen. Hier mache ich schon mal Dolly Sauce drauf übrigens. Und Alex dürfte jetzt hinter der Kamera schon durchdrehen, weil er ist nämlich unser Sandwich-Experte. Ein bisschen Dolly-Soße drauf, das kriegt er noch hin. So, nee, der dreht durch, weil er da Bock drauf hat. Jetzt habe ich es auch verstanden. Nicht, weil er es im Bild haben könnte, nein. Jetzt kommen noch folgende Zutaten drauf. Dieser Porree, wer Porree nicht so gern mag, darf auch gerne Frühlingszwiebel nutzen. Ich habe keine Frühlingszwiebel bekommen, deswegen haben wir Porree genutzt. Wir hatten hier eben schon eine Diskussion. Ich habe gesagt, das ist doch sehr ähnlich. Von daher passt das schon. So. Und ich habe gesagt, na gut, dann probieren wir es mal mit Porree. Warum nicht? Vielleicht ist das auch ein Geheimtipp. Frühlingszwiebel/Porree-Lauch. Jetzt haben wir hier selber eingelegte getrocknete Tomaten. Die gibt es natürlich auch im Handel. Ihr könnt auch getrocknete Tomaten in Öl kaufen. Wir nehmen natürlich die. Alter, die sehen aber perfekt aus, ne? Oder ihr guckt euch das Video an, was wir auch unten verlinken. Da haben wir nämlich mal gezeigt, wie das geht. Also du hast es gezeigt. Bei Sizzle, Corby hat es gezeigt. Hat Corby. Ach, stimmt. Du hast das gezeigt. Das ist das nächste Ding hier. Corby sah du übrigens auch. Ja. Ich? Du warst dabei. Du hast noch auf dem Dörrautomaten rumgehackt. Oder so ähnlich. Also jetzt reicht's mir ja. Also verlinken wir in der Infobox. Das gleiche gilt hierfür. Das sind selber eingelegte Jalapenos aus eigener Ernte. Die schmecken fantastisch und super scharf. Brauchen wir nicht ganz so viel von. Die sind sowas von scharf, die kannst du da draufpacken. Ich weiß genau, wie das sonst endet. Ja. Also davon muss man echt nicht viel nehmen. Ja, das reicht. Komm her, zack. Sehr geil. Aber ich kann es nur mal sagen, ne, der Geruch ist fantastisch. Wir müssen halt darauf achten, dass es nicht zu dick wird. Es muss gut pressbar sein gleich, ne? Deswegen nicht zu viel drauf. Sieht gut aus. Okay, jetzt kannst du Cuscino anschneiden. Es kommt ein bisschen Cuscino drauf. Genau, da kleiner Tipp von mir noch an der Seite. Schön dünn aufschneiden. Und vor allen Dingen so seitlich runter. Ja. Oh, sieht aber sehr gut aus. Leute. Alter, guck mal, wie saftig das ist. Heidewitzka, Herr Kapitän. Sieht man das? Oh, alter Schwede. Probier mal. Ja, ich muss mal so probieren. Alter Schwede. Boah. Geschmacksexplosion. Alter, was ist das denn? Von Saftigkeit her? Auf die Oberseite, wo die Dolly Sauce ist, mache ich auch schon mal ein bisschen Käse. Der darf natürlich nicht fehlen, das ist geriebener Cheddar-Käse. Auch da, ihr könnt es übertreiben, ich würde es nicht machen, das Sandwich soll ja noch irgendwie zugehen. Alter. Ja, film da mal bitte hin. Guck mal. Alter. Alter, so unfassbar. Ja, das geht auf jeden Fall durch den TÜV. Das geht mehr als durch den TÜV. Jetzt legen wir es noch hier oben drüber. Genau. Und dann, ja. Vorgeheizt, fertig. Sind auf Sandwich-Temperatur. Ich bin gespannt, wie das mit dem Käse beim Klappen. Ach so, ja, okay. Ja, deswegen ist ja schon Dolly Sauce drauf. Das ist sozusagen Kleber für den Käse. Das habe ich natürlich alles vorher. Ich liebe das auch, dass wir mittlerweile einfach die ganze Zeit laufen lassen und draufhalten, damit Achtung, das alles noch drin bleibt. War doch easy. Easy. Easy going. Ja, für einen Profi ist sowas einfach kein Problem. Im Zweifel Vertrieb. Eben. So, schön platt drücken schon mal. Hier einen überflüssigen Lauch rausziehen. Fertig. Aus die Maus. Soll ich mal aufmachen? Ja. Kontaktgrill ist vorgeheizt und jetzt beginnt Phase 2, nämlich die beiden Sandwiches toasten und dann ist unser Cuscino-Sandwich gleich auch schon fertig. Genial, geil, oder? Gib mich mal die Zange, bitte. Herr Dr. Sandwich. Die Sandwiches sind nämlich schon fertig. Das dauert hier keine 2 Minuten, naja, sagen wir 2,5 Minuten. Oh, realistisch bleiben. Ich sag mal so, das geht. Das geht wohl durch den TÜV. Das sieht knusprig aus, der Käse ist zerlaufen. Mehr wollen wir nicht. Schwimmen wir mal an hier. Alter, guck mal, wie es dampft. Oh. Leute. Jawollo. Okay. Ist das lecker? Alter. Ist das gut? Was ist los, Alex? Hast du Hunger oder was? Wir haben noch ein bisschen Toast. So, übrigens wir haben ja noch welche, ne? Also wir haben noch Cuscino und wir haben noch Toast und wir haben noch Käse. Alles da. Ja, wir können gleich ich leg dir das jetzt hier so hin. Alter, leck mich am Ärmel. Wird es noch leicht abkühlen lassen, das ist mal ganz wichtig. Also ihr habt gerade gesehen, um das nochmal zusammenzufassen. Easy Rezept, das Cuscino haben wir gerade schon so probiert. Hervorragendes Fleisch. Ja, Hammer. Ist im Geschmack, wenn ich es eben beschreiben sollte, würde ich sagen, schon ein kräftiger Geschmack. Kräftiger Schweinegeschmack, der aber auch so,
Ja, sehr, sehr zart. Also das Ganze ist super zart im Mund. Also ich es ist Schulterfleisch. Man denkt ja Schulter, oh, das ist zäh, aber Cuscino ist super butterzart. Also, wir wollten gerade sagen, super zart. So, jetzt guck mal. Also ihr seht hier, ne? Marmelade ist drauf. Ey, das... Wir haben hier alles drauf, was Spaß macht. Und vor allen Dingen auch Jalapenos vom Allerfeinsten. Genau. Das heißt, die brennt dir gleich. Ich freue mich auf die Tomaten. Wichtig, wie gesagt, nicht zu dick belegen. Dann kann man das auch noch geil essen. Alter, ist das eine Geschmacksexplosion. Was ist das denn? Das nimmt vielleicht rein. Okay, müssen wir nachmachen. Ey, diese... Die hier, ne? In Verbindung. Also diese Marmelade in Verbindung mit dem Fleisch. Hör auf. Das ist ja überragend. Ich glaube, man könnte auch Zwiebeln einkochen. Mit ein bisschen Zucker und so. Ist auch geil. Oh, die Schärfe kommt wieder. Oh. Ich kann ja Schärfe besonders gut. Ah, Freunde, bevor ich gleich Schluck aufkriege, gebt uns gerne einen Daumen nach oben, wer es noch nicht getan hat, darf uns abonnieren, Glocke aktivieren und so weiter. Wir freuen uns über einen Kommentar und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. So. Ey, super geil, ne? Ich krieg gleich Schluck auf. Ja? Ja. Komm. Tu es, Junge. Nee. Vor allen Dingen, er sagt immer, er will Jalapenos essen. Ja, weil die so lecker sind, aber es ist halt auch scharf wie Sau. Entschuldigung. Also, kannst du dir vorstellen, wie geil das schmeckt. Endstufe. Oh. Das hier ist der Endgegner. Das ist der Endgegner. Wirklich. Das ist so gut. Ich mach mal Stopp, ja. Corby, es ist ein Endgegner.